Und Gregory, wie läuft es denn mit deinem Plan für... Ach, was tust du gerade? Er vergeudet sein Leben. Ach ja, richtig. Ich kann einfach nicht fassen, dass ihr mich zum Abendessen einladet und mir dann bloß Vorwürfe macht. Oh, ich wollte dir ja nur Vorwürfe machen, aber deine Mutter wollte dir auch was kochen. Greg vergeudet doch gar nicht sein Leben. Er ist auf dem Weg der spirituellen Erleuchtung und wir sollten ihm dabei helfen. Na schön. Wie du willst. Dankeschön. Dankeschön. Oh, 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 Entschuldigung. Oh, oh. Hier, Schatz, hier hast du noch eine Serviette. Oder du kannst doch einfach dein Harvard-Diplom nehmen. Du musst nicht so bissig werden. Wir sind doch unter uns. Wisst ihr was? Ich will mir das nicht länger anhören. Gregory, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Ach, weißt du, ich mach mir Sorgen um dich. Ich weiß, wie schwer es für dich sein wird, wenn du auf einmal Eltern hast, die nicht mehr ernst genommen werden. Siehst du, Schatz, es geht nur um dich. Du hast seit Monaten nicht gearbeitet und die Leute reden. Ich habe Ausreden erfunden. Ich habe allen gesagt, du wärst bei Betty Ford. Dann kam Bunny Stanton wieder zurück von Betty Ford und hat mich als Lügnerin entblößt. Auf Bunny. Genau. Hm. Hör zu, irgendwann wird Greg schon wissen, was er tun will. Ihr solltet Geduld haben. Und du verdienst inzwischen die Brötchen oder was immer ihr so zum Frühstück esst. Was tut man für jemanden, den man liebt, Edward? Ich bin sicher, wenn du etwas Zeit für deine Selbstfindung bräuchtest, würde Kitty auch sofort arbeiten. Was soll das? Ist schon gut, schon gut, schon gut. Versuch es zu retten, Edward, noch hast du Zeit. Kitty geht arbeiten. Hallo, ich bin Kitty Montgomery. Ich arbeite ab heute. Was Engstirniges wie die beiden. Gott, da arbeite ich nun mal ein paar Monate nicht und gleich vergeude ich mein Leben. Lass dir doch von deinen Eltern bloß nichts einreden. Du hast recht. Ich danke dir. Gern geschehen. Verdammt, Dame, ich vergeude mein Leben. Kitty, Edward, hört auf. Ich muss wieder arbeiten. Ich muss etwas tun. Gut, was willst du denn tun? Keine Ahnung, es muss jedenfalls was Wichtiges sein. Nicht, weil ich die Anerkennung brauche. Ich möchte etwas Positives tun. Den Leuten helfen. Also gut, was Positives, dann werd auf keinen Fall wieder Anwalt. Ich wünschte, ich wüsste was. Greg, du machst es dir zu schwer. Folge deiner Berufung. Find was, was dich glücklich macht. Alles andere wird sich von allein finden. Du hast leicht reden. Ich weiß nicht, was mich glücklich macht. Ich weiß etwas. Das sollst du aber nicht beruflich machen. Schläfst du? Was ist? Schläfst du? Ist schon gut, ich sag's dir morgen. Was? Ich weiß es endlich. Ich weiß, wie ich mich glücklich machen kann. Und wieso wächst du mich dann? Nein. Ich habe nachgedacht über das, was du gesagt hast. Und da ist es mir eingefallen. Was? Meine Berufung. Erzähl's mir. Golf. Golf? Ich verbringe einfach den Rest meines Lebens mit Golf. Du meinst den kleinen Ball mit dem Stock schlagen, das willst du? Ja, ich bin gut. Und wenn ich ab sofort den ganzen Tag trainiere, dann werde ich mit 50 auf die Seniorentour gehen. 50? Mhm. Du bist 32. 18 Jahre, das reicht bestimmt. Golf. Golf. Okay, sehr gut. Danke für dein Verständnis. Viele Frauen würden das nicht verstehen. Oh, also ich frage mich nur, wieso? Gute Nacht. Gute Nacht. Okay, das ist ein Witz, oder? Und sie hat nichts dagegen? Zuerst war sie nicht begeistert von der Idee, aber als sie mitbekommen hat, dass das meine Berufung ist, hat sie es verstanden.
Also, wenn ich Jane irgendwas von Berufung erzählen würde, dann würde sie mich umbringen. Hallo, Greg, sieh dir das an. Gefall ich dir? Ganz entzückend. Was machst du hier? Ja, ich dachte, ich habe die Wahl. Ich kann entweder zu Hause alleine rumsitzen als Golfwitwe oder ich kann herkommen und auch spielen. Ach, wirklich? Ja. Wie schön. Jane, was würdest du sagen, wenn ich mit der Arbeit aufhöre und auch Golfer werde? Zieh aus. Katie, Schläger bitte. Schläger? Was sagst du? Ich würde ihn in die Richtung schlagen. Gute Idee. Ich weiß nicht, Caddy. Schmeckt wie Sirup. Bestimmt gab's Waffeln zum Frühstück. Ja, genau, da hast du recht. Gib mir deinen Finger, ich will mal sehen, was du gefrühstückt hast. Kümmer dich um die Kamera, Pete. Vor! Dame auf der Driving Range schreit man nicht vor. Entschuldige. Tut mir leid! Also gut, mein kleiner Ball, jetzt wirst du gleich Bekanntschaft mit meinem flotten Schläger machen. Oh. Caddy, wo ist denn der Ball hin? Der ist einmal um die Erde geflogen und wieder hier gelandet. So viel Loyalität und Optimismus wird sich für dich bezahlt machen. Danke. Dama, du musst den Kopf stillhalten. Gut. Und versuch den linken Arm gerade zu halten. Gerade, ja. Danke. Okay, geh in die Knie, als ob du auf einem Hocker sitzt. Oh. Einem Barhocker. Oh, entschuldige, ich dachte, du meinst einen kleinen Hocker. Ja, schon gut. So, jetzt führ den Schläger nach hinten und verlagere dein Gewicht auf die rechte Seite. Gut, der linke Fuß bleibt unten, runter, so. Okay, und jetzt ganz weit zurück und jetzt schwing den Schläger nach vorne. Das nächste Mal solltest du den Schläger festhalten. Hey, die Schläger bitte. Ich hab's versucht, ich hab gespielt und zwar 18 Löcher. Schlagen, laufen, schlagen, laufen. Um Himmels Willen, spring bloß nicht in den Sand und bau eine Burg. Dama, ich werde dir mal was erzählen über Golf. Das ist eine Verschwörung, bei der wertvolles Land in Plätze für Geheimtreffen verwandelt wird, damit reiche, weiße, fiese Kerle planen, wie sie die Massen unterdrücken, indem sie Golf als Tarnung verwenden. Andererseits habe ich ihm ja gesagt, dass er das tun soll, was ihn glücklich macht. Sehr gut, Kleine. Aber was macht man, wenn sein Partner den Bezug zur Realität verloren hat? Eine Sekunde. Hat irgendjemand meinen Eierwärmer umgehabt? Larry, wer würde denn dein Kostüm anprobieren? Das weiß man nie. Ich meine, das ist doch langweilig. Golf, Maxi-Golf, blöder Golf, keine Windmühlen, so wie beim Minigolf, gar nichts. Schatz, du willst doch einen Lebenspartner, den du liebst und respektierst. Ich muss mir die Beine rasieren. Wir kommen durch die Strumpfhose. Ach, Larry, niemandem außer dir wird das auffallen. Es fühlt sich komisch an. Dama, versuch auf andere Gedanken zu kommen. Wieso gehst du nicht mit Greg auch zum Renaissancefest? Nein, danke. Ich habe keine guten Erinnerungen an das Renaissancefest. Wirklich? Ich weiß nicht, was mit den Typen los ist, die da hingehen. Vielleicht liegt's an den Kostümen, vielleicht liegt's aber auch an dem Bier. Oder sie vertragen's nicht, dass sie aus ihrem Keller rausgelassen werden. Jedenfalls scheinen die an einem wie Magneten an einer Ritterrüstung zu kleben. Schade. Ich habe gehört, dass sie sogar einen buckligen Glöckner einfliegen lassen. Ach, Abby, bitte hilf mir doch. Was mache ich nur mit Greg? Was denkst du denn, Schatz, was du tun solltest? Ach so, verstehe. Du sagst nichts, weil du mich nicht beeinflussen willst. Genauso wie ich nichts zu Greg sagen sollte, damit ich ihn nicht beeinflusse. Richtig? Ich werde lieber nichts sagen. Dankeschön. Wo gehst du denn hin, Schatz? Ich werde ihn verpetzen bei seiner Mom. Golf? Golf. Und du hast nichts einzuwenden? Ich sag lieber nichts dazu. Ach, wirklich? Ich würde ja auch nichts zu dir sagen, wenn du versuchen solltest, ihn zu beeinflussen, damit er nicht den Rest seines Lebens als Golfspieler verbringt. Ich verstehe, was du sagst. Ich habe gar nichts gesagt. Und diese Unterhaltung hat doch niemals stattgefunden. Wovon redet ihr denn bitte? Hey, Dama. Na, wie war das Mittagessen mit deinen Eltern? Großartig.
Greg, hör zu, nimm das nicht persönlich, okay? Auch wenn sie dich angeschrien hat. Du musst wissen, dass deine Mutter dich abgöttisch liebt. Sie hat nicht geschrien, Dama. Naja, gezetert, gemeckert, wie immer du das nennen willst. Das hat sie nur gemacht, weil sie dich liebt. Nein, meine Mutter hat nichts gesagt. Mein Vater hat mit mir geredet. Hm. Was immer er gesagt hat, Greg, er liebt dich auch. Er hat für mich einen Job. Wirklich? Was hat er sich denn dabei bloß gedacht? Ich habe ja gesagt. Ich meine, ich habe gesagt, dass ich erst noch mit dir darüber reden muss, weil wir umziehen müssten. Wirklich? Das ist kein Problem, Schatz. Yoga gibt's überall. Wo ziehen wir denn hin? Halt dich fest. Sehe ich dann so wackelig aus? Schottland. Wie war das? Oakland? Oakland? Wer will denn nach Oakland? Schottland. Montgomery Industries hat in der Nordsee einige Bohrinseln. Schottland? Ja, aber jetzt kommt das Beste. Ich habe mit dem Verantwortlichen gesprochen. Es ist total leicht. Ich muss ein paar Papiere ausfüllen, einmal täglich an die Küste fahren, um zu sehen, ob auch nichts brennt. Und das ist alles. Den Rest des Tages würde ich frei haben. In Schottland. Dem Traumland für Golf. Also die Intrige ging ja wohl voll nach hinten los. Oh mein Gott, was ist denn das? Das riecht ja, als ob du Kotzsuppe machst. Fast. Ich mache gerade etwas Wunderbares, und zwar Haggis. Was zum Teufel ist denn Haggis? Das ist Schafsherz und Leber, fein gewürfelt und dann abgeschmeckt mit etwas gehackter Lunge. Und dann wird alles reingestopft in einen Schafsmagen. Guten Appetit. Das ist doch kein Essen. Sowas passiert bei einem Verkehrsunfall. Aber das ist das Nationalgericht aus Schottland, Kleine. Oh, willst du vielleicht mal probieren? Nicht mal, wenn mir das Sean Connery im Schottenröckchen servieren würde. Wie du willst. Hast du vielleicht etwas Interesse an Blutpudding? Der gehört auch zur schottischen Feinschmeckerküche. Der besteht aus, kein Wunder, Blut. Sag mal, was hast du denn getrunken? Scotch. Der ist erfunden worden von dem berühmten Schottenmann Angus McVirk, als seine Frau ihm gesagt hat, was es zum Abendessen gibt. Beabsichtigst du das wirklich zu essen? Nein, das mache ich bloß für meinen liebenden Ehemann Gregory. 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 Schon verstanden, Gregory. Ich will auch nur, dass er etwas mehr lernt über sein neues Leben. Ganz schön raffiniert. Wenn er das riecht, will er nicht mehr nach Schottland. Und wenn er sich so entscheiden sollte, und wie könnte er auch nicht, dann wäre das ganz allein seine Entscheidung. Und ich werde mich auf gar keinen Fall einmischen in seine Entscheidungen. Und jetzt lass uns tanzen. So tanzt man, wenn man Haggis gegessen hat. Entschuldigt, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mach doch mal die Musik aus. Danke. Ich wollte mich bei dieser Gelegenheit bei meiner Frau bedanken. Ich war etwas nervös, als es darum ging, so weit wegzuziehen. Genauer gesagt, ich hatte es mir schon überlegt. Aber sie hat die Hoffnung niemals aufgegeben. Sie hat mir in den letzten Wochen Schottland schmackhaft gemacht. Durch den Duft von Haggis und die süßen Klänge der Dudelsackpfeifer. Clan Montgomery, ich komme nach Schottland. Yes. Ich glaub's ja nicht. Unsere Tochter zieht nach Schottland. Ich glaube es selbst auch noch nicht. Wir werden sie vermissen, Pöppchen. Oh, ich weiß, aber es wird sicher wunderschön. Siehst du, was passiert, wenn man es sich verkneift und andere nicht beeinflusst, Dharma? Das Universum gibt dir einen Schubs in die richtige Richtung. Ja, und den fühle ich auch schon. Dharma, ihr habt doch noch so viel Kohl übrig. Darf ich mir was davon mitnehmen fürs Renaissancefest? Natürlich. Danke. Genau das Richtige fürs Renaissancefest. Ritter, die ständig furzen. Es steht also fest, du wanderst aus nach Schottland? Aha. Und du sagst ihm nicht, dass das blöd ist? Nein. Darf ich dir sagen, dass das blöd ist? Nein. Fragt sich, wie das in Schottland für dich wird. Ha, ich zeig's dir. Ich habe ein informatives Video. Das ist Greg beim Golf. Ja, genau. Jetzt denk dir noch ein paar Schlösser und einen See mit einem Monster. Pete, habe ich deinen Kopf bewegt? Nein. Hält er sich wirklich für einen guten Spieler? Ja. Die Kleine da hinten ist ja besser als er. Welche Kleine? Spul mal zurück.
Wie war's diesmal? Alles klar. Wahnsinn. Okay, ich habe eine Idee, aber sie ist gemein und sie ist fies. Wie kann ich helfen? Also das wird vorläufig das letzte Mal sein, dass wir zusammenspielen. Ja? Das nächste Mal bist du schon ein berühmter Profigolfer. Richtig. Und ich bin dann der König des Monds. Lustig. Und jeden Morgen sorge ich dafür, dass die Sonne aufgeht, indem ich mit meinem Wagen am Himmel entlang fahre. Okay. Ich verstehe schon. Du denkst, ich schaff's nicht als Profi. Und mit meinem Wagen sorge ich für Regen, indem ich einfach hinunterpinkle. Das reicht. Wir wetten um $5 pro Loch und bei Birdies gibt's das Dreifache. Der König des Mondes akzeptiert die Wette. Hey, Jungs. Hallo. Wo ist denn Jane? Oh, Jane hatte was zu tun. Das hier ist Tiffany. Sie wird mit uns mitspielen, damit wir zu viert sind. Das ist mein Mann Greg und das ist Pete. Hallo, freut mich, Tiff. Ich heiße Tiffany. Ich bevorzuge meinen richtigen Namen. In Ordnung. Okay. Ist sie nicht bezaubernd? Ja, aber jetzt wird die Runde ewig dauern. Ich weiß, Schatz, aber vergiss nicht, wenn sie irgendwann erwachsen ist, dann sieht sie die Seniorentour im Fernsehen. Und dann kann sie ihren Freunden sagen, ich habe Golf gespielt mit Greg Montgomery. Also gut. Tiffany, ich finde, dass du zuerst abschlagen solltest. Viel Glück, Tiffany. Oh, die Abschlagstelle für Frauen ist nicht so weit entfernt, die ist da vorn. Ist schon gut, ich will nicht aufhalten. Na gut. Du heiliger Strohsack. Das dürfte ein Treffer gewesen sein. Wie alt warst du nochmal? 9,5. Oh. Wie alt bist du, Greg? Die Klappe und schieß. Da kommt der Ball. War doch eine schnelle Runde, oder? Sie können ihn ruhig aufheben. Danke, Tiffany. Ich putte meinen. Wirklich? Ich hab doch schon gewonnen. Ich putte meinen. Aber Sie werden immer so wütend, wenn Sie... Ich putte meinen. Stell dich hinter mich, Schätzchen. Entfernt als vorher. Ich weiß. Wieso hebst du den Ball nicht einfach auf? Ich mach das schon. Wollen wir das mit der Wette lieber vergessen? Ich schaff das schon, Tiff. Wird das lange dauern? Ich hab noch Hausaufgaben. Sagen Sie doch Schied, dann fühlen Sie sich sicher besser. Das war doch nett von Tiffany, dass sie auf den Baum geklettert ist, um deinen Putter runterzuholen. Ja. Dabei hätte er als Bumerang eigentlich zurückkommen müssen. Ha. Ha. Ich weiß jedenfalls, was du zu Weihnachten kriegst. Vergiss es, ich werde nie wieder Golf spielen. Och, du meinst wohl beruflich, aber am Wochenende wirst du doch noch Golf spielen, oder? Dama, ich will jetzt wirklich nicht darüber reden, würdest du? Du mich bitte etwas in Ruhe lassen. Natürlich, na klar. Greg, es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich bin die fieseste Frau auf der Welt. Ich habe dich an die 9-Jährige ausgeliefert. Du hattest gar keine Chance. Bitte, Greg, verzeih mir. Wovon redest du denn da bloß? Greg, sie ist kein normales kleines Kind. Sie ist eine Art Golf-Mozart. Sie ist ein Wahnsinnstalent. Ich habe sie gefunden und sie auf dich gehetzt. Wieso? Weil ich nicht nach Schottland wollte. Ich weiß, das ist auch meine Schuld. Bitte verlang von mir keine Erklärung. Du hast das also alles geplant? Ich pack mein Asbestnachthemd ein und fahr in die Hölle. Ach, weißt du, Schatz, es ist schon gut. Nein, ist es nicht. Ich bin schlecht. Nein. Die ganze Sache war ein blödsinniger Einfall. Ich hätte es doch niemals geschafft als Profigolfer. Ich weiß, aber es war dein Traum, Greg, und ich habe ihn zerquetscht wie eine Mücke. Du hast mir einen Gefallen getan. Und wieso fühle ich mich dann so eklig? Weißt du was, vergiss es. Nächstes Wochenende spiele ich auf keinen Fall Golf. Stattdessen will ich lieber etwas Zeit mit dir verbringen. Das habe ich nicht verdient. Doch, das hast du. Oh,
Danke, das ist sehr süß, aber ich war schon in Camelot. Hallo, Holdemaid. Ich habe soeben 2 Taler verdient. Damit kaufe ich uns jetzt etwas mit. Wunderschön. Und vielleicht wollt ihr danach mit mir in eures Vaters Volkswagen-Bus schlafen. Das erfordert eine Menge Miet. Euer Wunsch soll in Erfüllung gehen. Fang ja nicht erst an. Nein, meine Mutter hat nichts gesagt. Mein Vater hat mit mir geredet. Was immer er gesagt hat, Greg, er liebt dich auch. Er hat für mich einen Job. Wirklich? Was hat er sich denn dabei bloß gedacht? Ich habe ja gesagt. Ich meine, ich habe gesagt, dass ich erst noch mit dir darüber reden muss, weil wir umziehen müssten. Wirklich? Das ist kein Problem, Schatz. Yoga gibt's überall. Wo ziehen wir denn hin? Halt dich fest. Sehe ich dann so wackelig aus? Schottland. Wie war das? Oakland? Oakland? Wer will denn nach Oakland? Schottland. Montgomery Industries hat in der Nordsee einige Bohrinseln. Schottland? Ja, aber jetzt kommt das Beste. Ich habe mit dem Verantwortlichen gesprochen. Es ist total leicht. Ich muss ein paar Papiere ausfüllen, einmal täglich an die Küste fahren, um zu sehen, ob auch nichts brennt. Und das ist alles. Den Rest des Tages würde ich frei haben. In Schottland. Dem Traumland für Golf. Also die Intrige ging ja wohl voll nach hinten los. Oh mein Gott, was ist denn das? Das riecht ja, als ob du Kotzsuppe machst. Fast. Ich mache gerade etwas Wunderbares, und zwar Haggis. Was zum Teufel ist denn Haggis? Das ist Schafsherz und Leber, fein gewürfelt und dann abgeschmeckt mit etwas gehackter Lunge. Und dann wird alles reingestopft in einen Schafsmagen. Guten Appetit. Das ist doch kein Essen. Sowas passiert bei einem Verkehrsunfall. Aber das ist das Nationalgericht aus Schottland, Kleine. Oh, willst du vielleicht mal probieren? Nicht mal, wenn mir das Sean Connery im Schottenröckchen servieren würde. Wie du willst. Hast du vielleicht etwas Interesse an Blutpudding? Der gehört auch zur schottischen Feinschmeckerküche. Der besteht aus, kein Wunder, Blut. Sag mal, was hast du denn getrunken? Scotch. Der ist erfunden worden von dem berühmten Schottenmann Angus McVirk, als seine Frau ihm gesagt hat, was es zum Abendessen gibt. Beabsichtigst du das wirklich zu essen? Nein, das mache ich bloß für meinen liebenden Ehemann Gregory. 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 Schon verstanden, Gregory. Ich will auch nur, dass er etwas mehr lernt über sein neues Leben. Ganz schön raffiniert. Wenn er das riecht, will er nicht mehr nach Schottland. Und wenn er sich so entscheiden sollte, und wie könnte er auch nicht, dann wäre das ganz allein seine Entscheidung. Und ich werde mich auf gar keinen Fall einmischen in seine Entscheidungen. Und jetzt lass uns tanzen. So tanzt man, wenn man Haggis gegessen hat. Greg vergeudet doch gar nicht sein Leben. Er ist auf dem Weg der spirituellen Erleuchtung und wir sollten ihm dabei helfen. Na schön. Wie du willst. Dankeschön. Dankeschön. Oh, 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 Entschuldigung. Oh, oh. Hier, Schatz, hier hast du noch eine Serviette. Oder du kannst doch einfach dein Harvard-Diplom nehmen. Du musst nicht so bissig werden. Wir sind doch unter uns. Wisst ihr was? Ich will mir das nicht länger anhören. Gregory, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Doch weißt du, ich mach mir Sorgen um dich. Ich weiß, wie schwer es für dich sein wird, wenn du auf einmal Eltern hast, die nicht mehr ernst genommen werden. Siehst du, Schatz, es geht nur um dich. Du hast seit Monaten nicht gearbeitet und die Leute reden. Ich habe Ausreden erfunden. Ich habe allen gesagt, du wärst bei Betty Ford. Dann kam Bunny Stanton wieder zurück von Betty Ford und hat mich als Lügnerin entblößt. Auf Bunny. Genau. Hör zu, irgendwann wird Greg schon wissen, was er tun will. Ihr solltet Geduld haben. Und du verdienst inzwischen die Brötchen oder was immer ihr so zum Frühstück esst. Was tut man für jemanden, den man liebt, Edward? Ich bin sicher, wenn du etwas Zeit für deine Selbstfindung bräuchtest, würde Kitty auch sofort arbeiten. Was soll das? Ist schon gut, schon gut, schon gut.
Versuch es zu retten, Edward. Noch hast du Zeit. Kitty geht arbeiten. Hallo, ich bin Kitty Montgomery. Ich arbeite ab heute. So was Engstirniges wie die beiden. Gott, da arbeite ich nun mal ein paar Monate nicht und gleich vergeude ich mein Leben. Lass dir doch von deinen Eltern bloß nichts einreden. Du hast recht. Du hast recht. Ich danke dir. Gern geschehen. Verdammt, Dame, ich vergeude mein Leben. Kitty, Edward, hört auf. Ich muss wieder arbeiten. Ich muss etwas tun. Gut, was willst du denn tun? Keine Ahnung, ich... Es muss jedenfalls was Wichtiges sein. Nicht, weil ich die Anerkennung brauche. Ich möchte etwas Positives tun. Den Leuten helfen. Also gut, was Positives, dann werd auf keinen Fall wieder Anwalt. Ich wünschte, ich wüsste was. Greg, du machst es dir zu schwer. Folge deiner Berufung. Find was, was dich glücklich macht. Alles andere wird sich von allein finden. Du hast leicht reden. Ich weiß nicht, was mich glücklich macht. Ich weiß etwas. Das sollst du aber nicht beruflich machen. Dharma, schläfst du? Was ist? Schläfst du? Ist schon gut, ich sag's dir morgen. Was? Ich weiß es endlich. Ich weiß, wie ich mich glücklich machen kann. Wenn ich Jane irgendwas von Berufung erzählen würde, dann würde sie mich umbringen. Hallo, Greg, sieh dir das an. Gefall ich dir? Ganz entzückend. Was machst du hier? Ja. Ich dachte, ich habe die Wahl. Ich kann entweder zu Hause alleine rumsitzen als Golfwitwe oder ich kann herkommen und auch spielen. Ach, wirklich? Ja. Wie schön. Jane, was würdest du sagen, wenn ich mit der Arbeit aufhöre und auch Golfer werde? Zieh aus. Caddy, Schläger bitte. Schläger? Was sagst du? Ich würde ihn in die Richtung schlagen. Gute Idee. Ich weiß nicht, Caddy. Schmeckt wie Sirup. Bestimmt gab's Waffeln zum Frühstück. Ja, genau, da hast du recht. Gib mir deinen Finger, ich will mal sehen, was du gefrühstückt hast. Kümmere dich um die Kamera, Pete. Vor! Da mal auf der Driving Range schreit man nicht vor. Entschuldige. Tut mir leid! Also gut, mein kleiner Ball, jetzt wirst du gleich Bekanntschaft mit meinem flotten Schläger machen. Caddy, wo ist denn der Ball hin? Der ist einmal um die Erde geflogen und wieder hier gelandet. So viel Loyalität und Optimismus wird sich für dich bezahlt machen. Danke. Dama, du musst den Kopf stillhalten. Gut. Und versuch den linken Arm gerade zu halten. Gerade, ja. Danke. Okay, geh in die Knie, als ob du auf einem Hocker sitzt. Oh. Einem Barhocker. Entschuldige, ich dachte, du meinst einen kleinen ja, Hocker. Ja, schon gut. So, jetzt führ den Schläger nach hinten und verlagere dein Gewicht auf die rechte Seite. Gut, der linke Fuß bleibt unten, runter, so, okay. Und jetzt ganz weit zurück und jetzt schwing den Schläger nach vorne. Das nächste Mal solltest du den Schläger festhalten. Hey, die Schläger bitte. Ich hab's versucht, ich hab gespielt und zwar 18 Löcher. Schlagen, laufen, schlagen, laufen. Um Himmels Willen, spring bloß nicht in den Sand und bau eine Burg. Dama, ich werde dir mal was erzählen über Golf. Das ist eine Verschwörung, bei der wertvolles Land in Plätze für Geheimtreffen verwandelt wird, damit reiche, weiße, fiese Kerle planen, wie sie die Massen unterdrücken, indem sie Golf als Tarnung verwenden. Andererseits habe ich ihm ja gesagt, dass er das tun soll, was ihn glücklich macht. Sehr gut, Kleine. Aber was macht man, wenn sein Partner den Bezug zur Realität verloren hat? Eine Sekunde. Hat irgendjemand meinen Eierwärmer umgehabt? Larry, wer würde denn dein Kostüm anprobieren? Das weiß man nie. Ich meine, das ist doch langweilig. Golf, Maxi-Golf, blöder Golf, keine Windmühlen, so wie beim Minigolf, gar nichts. Schatz, du willst doch einen Lebenspartner, den du liebst und respektierst. Ich muss mir die Beine rasieren. Machst du hier? Ja. Ich dachte, ich habe die Wahl. Ich kann entweder zu Hause alleine rumsitzen als Golfwitwe oder ich kann herkommen und auch spielen. Ach, wirklich? Ja. Wie schön. Jane, was würdest du sagen, wenn ich mit der Arbeit aufhöre und auch Golfer werde? Zieh aus. Caddy, Schläger bitte. Schläger? Was sagst du?
Ich würde ihn in die Richtung schlagen. Gute Idee. Ich weiß nicht, Caddy. Schmeckt wie Sirup. Bestimmt gab's Waffeln zum Frühstück. Ja, genau, da hast du recht. Gib mir deinen Finger, ich will mal sehen, was du gefrühstückt hast. Kümmere dich um die Kamera, Pete. Vor! Dame auf der Driving Range schreit man nicht vor. Entschuldige. Tut mir leid! Also gut, mein kleiner Ball, jetzt wirst du gleich Bekanntschaft mit meinem flotten Schläger machen. Oh. Caddy, wo ist denn der Ball hin? Der ist einmal um die Erde geflogen und wieder hier gelandet. So viel Loyalität und Optimismus wird sich für dich bezahlt machen. Danke. Dama, du musst den Kopf stillhalten. Gut. Und versuch den linken Arm gerade zu halten. Gerade, ja. Danke. Okay, geh in die Knie, als ob du auf einem Hocker sitzt. Oh. Einem Barhocker. Oh, entschuldige, ich dachte, du meinst einen kleinen Hocker. Ja, schon gut. So, jetzt führ den Schläger nach hinten und verlagere dein Gewicht auf die rechte Seite. Gut, der linke Fuß bleibt unten, runter, so, okay. Und jetzt ganz weit zurück und jetzt schwing den Schläger nach vorne. Das nächste Mal solltest du den Schläger festhalten. Hey, die Schläger bitte. Ich hab's versucht, ich hab gespielt und zwar 18 Löcher. Schlagen, laufen, schlagen, laufen. Um Himmels Willen, spring bloß nicht in den Sand und bau eine Burg. Dama, ich werde dir mal was erzählen über Golf. Das ist eine Verschwörung, bei der wertvolles Land in Plätze für Geheimtreffen verwandelt wird, damit reiche, weiße, fiese Kerle planen, wie sie die Massen unterdrücken, indem sie Golf als Tarnung verwenden. Andererseits habe ich ihm ja gesagt, dass er das tun soll, was ihn glücklich macht. Sehr gut, Kleine. Aber was macht man, wenn sein Partner den Bezug zur Realität verloren hat? Eine Sekunde. Hat irgendjemand meinen Eierwärmer umgehabt? Larry, wer würde denn dein Kostüm anprobieren? Das weiß man nie. Ich meine, das ist doch langweilig. Golf, Maxi-Golf, blöder Golf, keine Windmühlen, so wie beim Minigolf, gar nichts. Schatz, du willst doch einen Lebenspartner, den du liebst und respektierst. Ich muss mir die Beine rasieren. Wir kommen durch die Strumpfhose. Ach, Larry, niemandem außer dir wird das auffallen. Es fühlt sich komisch an. Dama, versuch auf andere Gedanken zu kommen. Wieso gehst du nicht mit... Wo gehst du denn hin, Schatz? Ich werde ihn verpetzen bei seiner Mom. Golf? Golf. Und du hast nichts einzuwenden? Ich sag lieber nichts dazu. Ach, wirklich? Ich würde ja auch nichts zu dir sagen, wenn du versuchen solltest, ihn zu beeinflussen, damit er nicht den Rest seines Lebens als Golfspieler verbringt. Ich verstehe, was du sagst. Ich habe gar nichts gesagt. Und diese Unterhaltung hat doch niemals stattgefunden. Wovon redet ihr denn bitte? Hey, Dama. Na, wie war das Mittagessen mit deinen Eltern? Großartig. Greg, hör zu, nimm das nicht persönlich, okay? Auch wenn sie dich angeschrien hat. Du musst wissen, dass deine Mutter dich abgöttisch liebt. Sie hat nicht geschrien, Dama. Na ja, gezetert, gemeckert, wie immer du das nennen willst. Das hat sie nur gemacht, weil sie dich liebt. Nein, meine Mutter hat nichts gesagt. Mein Vater hat mit mir geredet. Hm. Was immer er gesagt hat, Greg, er liebt dich auch. Er hat für mich einen Job. Wirklich? Was hat er sich denn dabei bloß gedacht? Ich hab ja gesagt. Ich meine, ich hab gesagt, dass ich erst noch mit dir darüber reden muss, weil wir umziehen müssten. Wirklich? Das ist kein Problem, Schatz. Yoga gibt's überall. Wo ziehen wir denn hin? Halt dich fest. Sehe ich dann so wackelig aus? Schottland. Wie war das? Oakland? Oakland? Wer will denn nach Oakland? Schottland. Montgomery Industries hat in der Nordsee einige Bohrinseln. Schottland? Ja, aber jetzt kommt das Beste. Ich habe mit dem Verantwortlichen gesprochen. Es ist total leicht. Ich muss ein paar Papiere ausfüllen, einmal täglich an die Küste fahren, um zu sehen, ob auch nichts brennt. Und das ist alles. Den Rest des Tages würde ich frei haben. In Schottland. Dem Traumland für Golf. Also die Intrige ging ja wohl voll nach hinten los. Oh mein Gott, was ist denn das? Das riecht ja, als ob du Kotzsuppe machst. Fast. Ich mache gerade etwas Wunderbares, und zwar Haggis. Was zum Teufel ist denn Haggis? Das ist Schafsherz und Leber.
fein gewürfelt und dann abgeschmeckt mit etwas gehackter Lunge. Und dann wird alles reingestopft in einen Schafsmagen. Guten Appetit. Das ist doch kein Essen. Sowas passiert bei einem Verkehrsunfall. Aber das ist das Nationalgericht aus Schottland, Kleine. Oh, willst du vielleicht mal probieren? Nicht mal, wenn mir das Sean Connery im Schottenröckchen servieren würde. Wie du willst. Hast du vielleicht etwas Interesse an Blutpudding? Der gehört auch zur schottischen Feinschmeckerküche. Der besteht aus, kein Wunder, Blut. Sag mal, was hast du denn getrunken? Scotch.